Direkt angrenzend am Domplatz von Lecce befindet sich ein Pionier des Lebensmittelgeschäftes. Es ist eine echte Leidenschaft. Ich kann nicht auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen. Ich muss hier drin sein, weil sie mich kennen. Und jedes Mal, da ist Benvenuto, gehen wir zu Benvenuto. Das ist eine Befriedigung. Mit meinen 90 Jahren bin ich immer hier. Sono sempre qui. 1942, als Benvenuto sein erstes Geschäft aufmachte, war Einkaufen gehen ein Erlebnis. Zum einen, weil man dort mehr Produkte fand als die, die man in den Jahren der Selbstversorgung auf dem eigenen Feld anbaute. Und zum anderen, weil eine gute persönliche Beratung damals keine Ausnahmeerscheinung war, sondern selbstverständlich dazugehörte. Wenn unsere Kunden das Geschäft betreten, bin ich es, der ihnen die Produkte vorstellt. Ein Beispiel, die Lasagna in Cannolata. Ich sage ihnen, wie sie zubereiten müssen. Die Ciccie Triglia mit Kichererbsen oder frischen Tomaten und viel Basilikum und geriebenen Cacio Ricotta. So wird diese Pasta hier gegessen, wie auch die Orecchiette. Mit seiner Frau Rosaria begann das Abenteuer, regionale Spezialitäten aus ganz Apulien unters Volk zu bringen. Ein neuer Markt erschloss sich. Wir waren Großhandelsvertreter für typisch salentinische Produkte. Wir haben ganz Apulien beliefert. Wir waren überall in Apulien unterwegs. Dann sind wir etwas älter geworden, haben uns aus dem Geschäft zurückgezogen und uns entschlossen, ein Spezialitätengeschäft zu eröffnen. Angefangen mit Tarellini, Feigen, Friese und Quittenchili ist das Produktsortiment mit den Jahren gewachsen. In diesem Geschäft haben wir Tarellini, hausgemachte Orecchiette, Friese aus dem Steinofen, Liköre nach Hausrezept, sehr gutes Olivenöl und die Pucce und die Pizzi, pugliesische Feigen und Pasticciotti. Le Pucce, i Pizzi, i Fichi Pugliesi e Pasticciotti. Mittlerweile haben Benvenuto und Rosaria Unterstützung bekommen. Von ihren drei Kindern Valentina, Emanuel und Stefano. Wie ihre Eltern Spezialitäten aus ganz Apulien unter die Leccese brachten, so vermarkten die drei Geschwister dieselbigen weltweit. Es in all diesen Jahren zu schaffen, am Markt zu bleiben, der immer schwieriger wird, auf der unermüdlichen Suche nach neuen Produkten und sich ständig in Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten wollen, zu verbessern, ist nicht einfach. Vor 2 bis 3 Jahren haben wir unseren Online-Shop eröffnet, der uns erlaubt, in ganz Europa, Japan und die USA zu liefern. Hinter uns liegt eine wichtige Geschichte, die unsere Eltern geschaffen haben. Wir versuchen unser Bestes zu geben, moderner zu sein, präsent auf den sozialen Medien. Wir versuchen ein Online-Geschäft aufzubauen, dem Kunden so viel Dienstleistung wie möglich zu bieten. Die Pasta und das Öl werden gerade nach China versendet. Emanuels Einsatzgebiet, während seine Geschwister mehr im operativen Geschäft tätig sind. Ich kümmere mich hauptsächlich um den Online-Shop, die Einkäufe und das ganze Geschäft zu organisieren. Sie sind sehr gut im Direktverkauf, also im Kundenkontakt. Darin haben sie im Vergleich zu mir sehr viel mehr Erfahrung. Als ich ein kleines Mädchen war, eiferte ich immer meinem Vater nach. Sonntags und samstags, wenn man nicht zur Schule ging, ahmte ich immer meinen Vater nach. Also im Kontakt mit den Leuten zu sein, gefiel mir schon immer sehr gut. Diese Leidenschaft haben wir von unseren Eltern mitbekommen. Die typische Pasta in Apulien sind die Orecchiette, zu Deutsch Öhrchennudeln. Das sind die klassischen Orecchiette, die wir sonntags essen. Orecchiette gemischt mit Macaroni. Das ist ein typisches Sonntagsessen im Salento. Man reicht Orecchiette mit Ricotta-Käse und frischen Tomaten. Oder auch sehr geschätzt wird der Stängelkohl. Außer Ricotta gibt es noch einen regionalen Käse, den Scamozza. Lo prendiamo sempre da una masseria molto piccola.
Wir beziehen ihn immer aus einem sehr kleinen Landwirtschaftsbetrieb, der ein kleines unterirdisches Gewölbe hat, ein Hypogeum. Dort wird er circa 12 Monate gereift. Er wird als Tafelkäse gegessen und harmoniert sehr gut mit einem körperreichen Rotwein. Zur Pasta gibt es noch einen aromatischen Hartkäse, den Pecorino. Der italienische Schafskäse, hergeleitet von dem Wort Schaf auf italienisch Pecora. Das ist der halbgereifte Pecorino. Es ist auch ein Tafelkäse und zu 100% aus Schafsmilch. Es ist sehr schwierig, ihn herzustellen, denn wie man im Kühlschrank sieht, haben wir nur den einen, weil die Schafe frisches Gras fressen müssen. Aufgrund der Tatsache, dass es im Sommer kein frisches Gras gibt, weil es sehr trocken ist, wird er hergestellt, wenn es an kühleren Tagen dann Gras gibt. Auch im Verpacktwarenbereich wollen die Geschwister frische und regionale Produkte. Mit der zunehmenden Verwendung von Aromen im Großhandel konnten sie diesem Anspruch nicht mehr gerecht werden und riefen ihre eigene Linie ins Leben. Das hat uns dazu gebracht, Rezepte zu kreieren und eine eigene Linie mit unseren salentinischen Produkten zu etablieren. Dank einiger Unternehmen, die uns erlauben, mit unseren eigenen Rezepten zu produzieren, gibt es all diese Produkte. Eine andere Linie sind unsere Einleggemüsesorten, unser typisch salentinisches Gemüse. Die Lampaccioni, eine wilde Zwiebel, die auf unserer Erde gedeiht, Artischocken oder die galantinische Zwiebel. Wie das Schüttelbrot in Südtirol oder die Wiebele im Schwabenland hat auch Apulien seine regionstypische Trockenbrotspezialität. Sie heißen Tarallini und sind ein kleines ringförmiges Gebäck. Die Familien stellen sie her, um sie aufzubewahren, denn es war eine längere Aufbewahrung als im Vergleich zum Brot möglich. Also wurden sie aufbewahrt. Jede Familie machte ihr Rezept, das dann an die nächste Generation weitergegeben wurde. Und sie wurden so aufbewahrt, dass im Winter immer genug Tarallini zum Essen da waren. Neben den Tarallini, die es in allen möglichen Geschmacksrichtungen gibt, ist noch eine Nuss omnipräsent in der salentinischen Küche, die Mandel. Es werden sehr viele Produkte aus Mandeln hergestellt, vom Likör über Gebäck bis hin zu gesalzenen Produkten mit der Mandel, wie die frittiert gesalzene Mandel. Als Vorspeise diese Kombination aus Mandel und Wein funktioniert wunderbar. Die Mandel ist obendrauf und aus demselben Teig werden auch die Tarallini gemacht, in Zöpfchenform. Wie in allen anderen Regionen Italiens gibt es auch in Apulien eine große Auswahl an süßen Spezialitäten. Das sind Schleifchen mit Marmelade, auch Papillon genannt. Es gibt verschiedene Geschmackssorten und sie werden das ganze Jahr über gemacht. Es ist ein Mürbeteig mit Feigenmarmelade, Orangenmarmelade, Aprikosenmarmelade oder Amarena. Sie werden sehr gerne von Kindern gegessen. Wenn er einmal erwachsen sein wird, gut möglich, dass Spezialitätengeschäfte für ihn wie ein Museum aus alten Tagen anmuten und der kleine deutsche Staatsbürger seine Lebensmittel nach Hause bestellt, im Internet. 1942, als Benvenuto sein erstes Geschäft aufmachte, war selbst das heute so selbstverständliche System, sich Waren zu nehmen und dann zu bezahlen, eine Neuheit. Es gab Leute, die nicht wussten, was der Einkaufswagen bedeutet. Als die Leute also hereinkamen, sagten sie, was sind diese Wegen? Du nimmst sie und gehst herum, nimmst dir das, was du möchtest, und dann gehst du an die Kasse und bezahlst. Die Welt der Vermarktung über alle verfügbaren Medienkanäle gab es auch noch nicht damals. Es war die Mund-zu-Mund-Propaganda, die Neuheiten verbreitete. Leute, die sich begeisterten und ihre Begeisterung kundtaten. Da ist ein Herr von einer Reisegruppe gewesen, einer sehr großen Reisegruppe. Er hat sich da vorne hingestellt und gesagt, entschuldigen Sie, welche Straße ist das? Ich sagte, eine x-beliebige Straße. Wie heißt du? Fragte er dann. Benvenuto. Dann fing er an zu schreien. Gehen wir zu Benvenuto. Gehen wir zu Benvenuto. Es ist fantastisch gewesen. È stato fantastico.
Benvenuto ist nicht nur ein Name, sondern heißt auch willkommen. Das passt gut zur Mentalität des Gründers des ersten Spezialitätengeschäftes nach dem Krieg in Lecce. Er sitzt nicht da, harrend der Dinge, die da kommen, sondern verkauft, wie es früher üblich war, als noch viele Produkte unbekannt waren. Er bietet zum Probieren an, und das nicht nur den Kunden im Laden, sondern auch den Passierenden.